hier ist Ranja und wir spielen heute nicht alleine Fashion Famous, sondern mit dem Flo und dem Tops, weil ich gedacht habe, hallo, wenn jemand modebewusst ist, dann nicht Tops. Ich habe Mode gemacht für die, wie heißen die alle? Zalando, ich bin der Hauptdesigner von denen. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich mir auch gedacht, wir gewinnen das hier. Ich sehe uns hier auf dem Scoreboard übrigens, auf Platz 1. Und dann auf Platz 1. Vor den anderen. Jetzt kriegen wir ein Thema vorgegeben, oder? Genau, wir kriegen jetzt ein Thema. Das Thema ist Country Girl. Das heißt, wir brauchen so einen Song. Tops, nein. Tops! Ich kann singen. Wir haben drei Minuten. Tops ist ein Lügenbold. Er tut so, als ob er singen kann, aber es stimmt gar nicht. Okay, 3, 2, 1, die Pressure. Du bist einfach grün. Du bist einfach grün. Ja, was dagegen? Nein. Das ist, ich finde das schön. Das kenne ich im Hintergrund. Das kommt auch meinen Videos vor. Ja, wirklich. Das ist so ein Standardlied. Was haben wir sogar? Ja. Ich habe die Musik ausgemacht. Warte, ich mach sie wieder an. Ach, das ist nice. Die macht einfach mir nah. Die Blöde. Neben mir. Oh mein Gott. Sau frech. Hast du, zeig dich mal. Dreh dich mal um, Flo. Ich lass ihn drin, der sieht voll cute aus. Okay, ich will das. Dir ist es bestimmt viel einfacher. Für mich ist es einfacher, ja, aber ihr könnt auch. Ich sehe schon wieder Tops mit einem Hut durch die Mädchensektion rein und frag mich nur warum. Das ist die Mädchen, ich weiß ja nicht mehr, wo das sind die Gesichter, guck doch die Gesichter an! Ey, ihr wisst nicht zufällig, Kerle, oder? Wie kann ich denn hier was ablegen? Das geht mit, wenn du ganz links auf Remove Clothing gehst, wird der Hut. Siehst du den? Wo der Kreuzstoff ist. Also wir haben als Team haben wir so ein ländliches, so ein Bauernmädchen. Genau, so ein Bauermädchen. Richtig. Oh nein, ich will nicht in den Shop, in den teuren. Ich habe nämlich keine Robux Money. Ich glaube, das ist auch alles Special Items. Ich will die Standard Items gerne. Hier sind. Okay, ich sag. Tops, du hast dir gerade meine Jacke geklaut. Ja, und? Ich glaube, jeder sieht einfach gleich aus, weil es so ein Thema ist, wo man sich denkt, das ist irgendwie das Einzige. Oh, eine ist richtig gut, eine ist hier mit Cowboy-Hut und so unterwegs. Das bin ich! Echt? Okay, ja, das ist richtig gut von dir, Tops. Also, es ist einfach nur merkwürdig, dass Tops ein Dude ist. Ja, wieso ist das merkwürdig? Vriki läuft mir die ganze Zeit nach und macht straight up das Gleiche wie ich. Legit? Geh weg von mir! Klaut meine Ideen! Die Musik stresst mich. Geh weg, Vriki! Vor allem bei der steht. Wo bist du, Ranja? Wo kann ich nochmal meine Haare ändern? In den Stühlen. Ich gehe jetzt hier nochmal und kaufe mir ein gutes Oberteil. Vriki, bitte! Ey, wow, man kann die Haarfarbe nur ändern, wenn man Dings macht, wenn man hier... Nee, wenn du in die vorderen Stühle hast, kannst du deine Haarfarbe auch so ändern. Ja, aber das muss ich im Shop kaufen. Nee, in den vorderen ist umsonst. Oh, okay. Okay, ich habe jetzt mich umgezogen. Hä? Oh mein Gott, die macht mir einfach alles nach. Das finde ich so frech. Das finde ich so frech von der. Also wirklich, finde ich nicht in Ordnung. Also wirklich. Tops! Oh mein Gott, es gibt einen Melon-Suit hier. Wie soll ich denn gewinnen, wenn die einfach das gleiche macht wie ich? Ey, Leute, ich habe keine Hose. Dann kauf dir eine. Ich habe jetzt eine. Ich habe auch keine Hose, warum? Ey, meinst du legit? Ich will jetzt hier nicht toxisch sein, ja? Aber, kann jemand bitte weggehen? Such dir was Eigenes. Wie geht denn der Chat? Weiß ich nicht, wenn ich es wüsste, würde ich dir sagen, geh weg. Hör auf, die gleichen Sachen zu kaufen wie ich! Ronja rastet aus. Die! Hier, siehst du die? Die aussieht wie ich. Ja. So eine... Die sieht wirklich so aus wie du, wisst ihr? Die rennt mir nach und die kauft mir alles nach. No. Rage. Kann man die irgendwie zusammenprügeln? Ich bin immer noch auf diesen Superhelden-Simulator machen. Ja, also, mach Punch und drück 2 für Shot. Ja. Okay. Ich bin jetzt im Bodyguard von dir. Dankeschön. Okay, ich würde sagen, das Gelbe ist besser, oder? Das wirkt ländlicher. Oh, lol, du siehst gar nicht schlecht aus, Tops. Guck, jetzt hat sie das Gelbe auch an. Guck. Ich zeig auf meinen Monitor aus Entrüstung. Die hat das gleiche Gesicht wie ich, die hat die gleiche Jacke bitte wie ich. Bitte halten Sie Abstand. Bitte gehen Sie weg. Bitte beschäftigen Sie.
bitte belästigen Sie unsere Fischernister. Oh nein, ich habe keine Schuhe! Ich auch nicht! Ich auch? Aber ist egal, guck mal. Ey, wir sind am Strand, ist gut. Miami. The place where the sunset goes. Wie Will Smith sagen wird. Ich würde übrigens gerne mal nach Miami. Ja. Außer der Typ ohne Kopf. First Job ist Siegeltops. Legit Top Skies ist echt gut. Ich gebe 5 Sterne. Das finde ich super überzeugend. Ja, dein ist halt legit gut. Dein ist wirklich gut. Wenn du jetzt noch was gesagt hättest, wie auch immer das geht. Spaß. Ja, ich weiß ja nicht, wie das geht. Ist ein bisschen blöd. Ja, das ist schade. Ich werte die 0 Sterne. Die. Oh, das war nicht bad. Aber das ist nicht so country-mäßig, oder? Das ist mehr so. Das sieht nach einem anderen Country Club aus. Ja, sieht hier aus. Ja. Ich wusste nicht, wie es ausdrücken soll, aber. es sieht aus wie die Polizeiuniform, die man online kaufen kann. Richtig, für Frauen. Richtig. Warte mal. Ey, die hat richtig lange Haare. Die sieht aus wie so eine. Die hat Sonnenbrand, weil sie so viel in der Sonne war. Sieht aus, deswegen mit dem Gesicht, ich gebe nur 3 Sterne. Ich gebe auch 3 Sterne. Ja, ich auch. Okay. Bitte, Flo, gibt überall Kacke oder so. Nein, gebe ich okay. nicht. Okay, komm mal. Flo, was hast du? Ich bin in der Bericht. What the hell, dein Gesicht? Gebe ich 5 Sterne für. Das Gesicht ist godlike. Cowboy, dass man die Größe leider nicht einstellen kann. Der Cowboy-Hut war mir doch ein bisschen zu groß irgendwie vorhin. Das ist schade. Oh, das ist nicht schlecht. Aber irgendwie ist es nicht so. Aber die eine, die Country. Die richtig hart schlecht bewerten. Ja, ich weiß nicht, Ich gebe 2. Es ist nicht Country. Das Motto ist leider nicht getroffen. Ich war auch nicht getroffen, aber egal. Okay, die hat einen Cowboy-Hut. Die ist gut, wirklich. 4 Sterne. Ja. Ah, der Kick auch, ja, 4 Sterne. Ah, die hat gute, coole Augen. Ja. Hat die nicht die gleichen, die du hast? Nein, ich hab diese Anime-Augen. Achso. Die mögen wir nicht. Auf geht's. Etwas straighter hat die meins geklaut. 1 Stern. Ja, denkst du, du kommst damit durch, ha? Hast du dieselben Augen? Ich hab doch richtig Anime-Augen. Ich hab alles identisch mit der. Nur, dass die noch Schuhe hat. Wenn sie irgendwie geistesgegenwärtig noch sich Schuhe angezogen hat. Ja, aber fast. Ey, guck mal, bei dir schon besser, weil hier Strand ist. Ja. Ich finde das finde ich dreist. Ich hab alles geklaut. Alles. Alter. Hat 5 Sterne gekriegt. Das ist eine Sauerei. Weißt du, da denkt man sich was aus und dann Lisa. Hat man einfach. Hoi. Wie schreibt man? Ich weiß es nicht. Ich hab den Chat mal so verpackt. Auch, die sieht aber auch recht ländlich aus. Die ist auch ländlich aus. Aber 4. Ja, ich gebe 3, weil die hat einen Schal und es ist hier warm. Okay. Ah. Ist so. Und es ist hier warm. Das ist ein bisschen realistisch bleiben. Ja, das ist echt so. Okay. Ich sag Tops gewinnen. Tops ist echt gut. Ja. Ja. Easy! Ja, hier, easy, danke. Hallo, ich grüße meine Ente, meinen Baum, mein Holz und danke. Okay, ja, letzter Platz. Oh nein, das hast du verdient, Ricky. Das hast du verdient. Aber ich finde, man sollte seine eigene Kleidung auch verwenden können, die man so hat, weißt du? Ja, aber. Achso. Achso, ja, du hast mich richtig gut, du hast Sonnenbrille, deswegen. Ja, guck mal, bei mir ist die witzig hier. Seid ihr auch aufgestiegen? Was? Habt ihr irgendwie Lags? Nee. Hallo? Bei mir oh ne, bei mir ist nur der Vorhang. Naja, gut. Das war's dann aber auch mit dieser Folge. Falls wer auch immer Ricky ist, das hier sieht, dann tut's mir leid. Aber lauf mir nicht hinterher, okay? Report jetzt. Roll richtig toxisch. Bisschen passive aggressive. Das ist meine Kreation! Ich fand's nicht okay! Meine kleine Cousine hat es auch immer gemacht. Das fand ich voll nervig. Warte, was? Ja, die ist mir auch die ganze Zeit hinterhergerannt und hat die gleichen Sachen gemacht. Und dann weißt du, ich mag Nutella-Brot. Ich mag auch Nutella-Brot. Weißt du, ich hasse Nutella-Brot. Ich hasse es auch. Ja, aber das finde ich dann. Hab deine eigene Meinung, bitte. Es geht doch halbwegs das süß durch, aber bei der ist es was anderes. Wie alt ist sie denn überhaupt gewesen? Die war schon 8 Jahre jünger als ich, also ich war schon ein bisschen überempfindlich. Achso, ja gut. Das war schon okay, aber ich fand's nervig. Aber Frechheit. In Roblox. Ich meine, das geht zu weit. Ja. Gut. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.